7.16 Uhr, bin schon fertig, so halt, bin schon fünffach gewesen. Das ganz einfach so ist. Ja, und noch mehr jetzt einen Kaffee. Meine ganzen Küchenutensilien habe ich hier in so einer Tasche drin. Ich glaube, die habe ich irgendwann mal im Drogeriemarkt gekauft. Und ja, super praktisch, vor allen Dingen kann da auch Luft dran. Und die Sachen können trocknen, falls doch mal was noch nass sein sollte. So, bin jetzt auf Strecke, es ist Viertel nach neun, ja. Noch ein bisschen das Fahrrad grob sauber gemacht. Und jetzt fahre ich mit den Kopenhagen zur Arbeit. Ja, es ist sehr angenehm zu fahren hier trotz Hauptstraße. Ja, in Hamburg hätte man damit keine Chance, irgendwo durchzukommen. Ja, ich nähere mich der Jungfrau. Aber ich glaube, da ist so viel los, da habe ich keine Chance ranzukommen. Ach, werden wir sehen. Ich habe schon einige Busse gesehen hier. Naja, weiß mal, ob man sehr viel machen kann. So, ich habe sie doch fast für mich alleine hier. Größer als gedacht. Ich habe offensichtlich richtig Glück gehabt. Jetzt kommt gar nicht zur Busladung. Ich liebe ja Individualreisen. Ja, Wahnsinn. Ich will nicht wissen, was hier mittags los ist. Aber es ist wirklich schön hier. Und jetzt wollte ich zu so einem Park, Churchill. Da gibt es ein Denkmal. Das ist die St. Albans Gallican Church. Die hat gerade ganz wild gebimmelt. War auch 10. Ich fahre mal weiter, warte jetzt keine Stunde. Hier, ich habe wirklich keinen Plan, was ich jetzt noch machen soll. Ich schau mal, was für Attraktionen es noch gibt hier. Hol ich doch mal mein schlaues Handy raus. Irgendwas war hier noch in der Nähe. Hier gibt es noch eine Statue von Churchill, offensichtlich. Dann müsste ich da rein, aber zu Fuß ist ein bisschen schwierig. Deswegen lasse ich das. So, ich will nicht den ganzen Touristen mit dem Fahrrad hinterherfahren. Und abschließen will ich es auch nicht extra. Deswegen fahre ich woanders hin. So, haben wir die nächste Attraktion rausgesucht, Amalienburg. Ja, ich weiß, ohne Helm fahren ist scheiße. Jetzt kommt ein Auto, jetzt wird es ein bisschen schneller. Aber hier fährt kein Mensch mit Helm. Das ist wie in Amsterdam wahrscheinlich. Ja, schwer beladen, das Lastenrad. Geht alles. Das ist geil hier, ist das geil. 3 Meter breiter Radweg hier. Und dann abgetrennt von den Pkws. Hier ist auch schön zu sehen, dass im Zweifel zum B- und Entladen die Fahrbahn blockiert wird anstelle des Radwegs. Hier parken die Autos mal auf der Fahrspur. Na, das geht ja gar nicht hier. Doch gerade den Motor abgewürgt. Hier ist scheinbar so ein Hipster-Dreh.
Was ist das jetzt? Keine Ahnung. Oh Mann, ich bin da gut informiert hier. Ja, das ist genau da, wo ich auch hin wollte. Das ist die Amalienburg hier. Habe ich schon wieder vergessen. Dänemarks königliche Garde. Ansprechen ist erlaubt und die Leibwache antwortet sogar. Neben dem Wachdienst zählen auch Kampfeinsätze zu den Aufgaben der Leibwache. Wer sich nach dem Grunddienst weiter verpflichtet, wird tatsächlich auch für den Ernstfall ausgebildet, der für die dänischen Soldaten auch Einsätze in Afghanistan heißen kann. Ja, jetzt fängt es ein bisschen an zu nieseln und ich habe die Oper gesehen. Mal sehen, ob ich da mal rüberfahre. Ist aber irgendwie Wasser dazwischen. Es nieselt ein bisschen. Ich hoffe, das klart gleich wieder auf. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich doch ein bisschen Hunger habe. Ich sollte doch mal was frühstücken, noch gar nichts gegessen. Aber ein bisschen schwierig mit dem Fahrrad hier irgendwo was zu finden, wo man es gleich direkt abstellen kann. Aber ich fahre einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Also hier frage ich mich, wie das baurechtlich möglich ist. In Deutschland wäre das nicht möglich. Ohne Absturz, ohne Geländer, wenn da ein Kind runterfällt. Ach, ich weiß auch nicht, was ich besser finde. Klar, Sicherheit geht immer vor. Aber manchmal, finde ich, wird in Deutschland alles zu eng gesehen. Ja, mach ich mal einen Kopfsprung rein, ne? Ah, Lust hätte ich ja schon. Ja, ich habe die Oper gerade als Navigationsziel eingestellt und wundere mich, warum mein Navi mich jetzt übers Wasser schicken will. Und dann sehe ich da hinten die Fußgängerbrücke. Ach Quatsch, die Fahrradbrücke. Ja, da werde ich die doch mal nehmen jetzt. Vorfahrt achten, Achtung! Für den Schiffsverkehr kann die Brücke in sich zusammengezogen werden. Erst nach der tatsächlichen Eröffnung stellte sich heraus, dass die beweglichen Brückenteile aufgrund der Sommerhitze sich verzogen hatten. Dadurch wichen sie um wenige Zentimeter vom Plan ab, so dass der Verbindungsmechanismus die Brücke nach der Eröffnung nicht wieder zusammengeführt werden konnte. Bisschen merkwürdige Verkehrsführung, sehr zackig hier. Da hat sich der Architekt ein bisschen verausgabt. Aber cool, was für ein Aufwand, ne? Das kostet halt Geld. Da ist der Winkel. Ah, setzen wir uns erstmal und verdauen den tollen Radweg hier. Dann gucken wir erstmal die Baustelle an. Also das ist mal schönes Wohnen hier direkt gegenüber von der Oper. Auf der Rückseite. Haben sie toll gemacht. Ja, Wahnsinn, das Riesendach, ey. Hammer. Da hinten stand ich vorhin. Was für ein fettes Dach, ha? Ja, ich habe hier gerade so ein Militärgelände betreten.
und stehe hier direkt an so einem Kriegsschiff. Aber ich habe so überhaupt kein Interesse, mir das anzugucken. Mir reichen die Kanonen auf dem Campingplatz. Da ist doch sowas viel schöner. Und da hinten stehen die AIDAs. Gibt es da hinten etwas zu essen? Ja, ist noch nicht mal 12 und es ist erstaunlich, was man alles mit dem E-Bike in so kurzer Zeit oder auch mit dem Fahrrad in so kurzer Zeit auch in der Stadt entdecken kann. Ich meine, ich bin völlig unvorbereitet, aber habe schon echt so viel gesehen. Super. Ich bin gerade auf dieser Insel Christiansen, oder wie heißt. Das ist so eine Art Freistaat hier. Das ist aber selbsternannter Freistaat. Jo, da kam ich gerade her. Und hier ist es. Ja, ich habe doch noch mal kurz bei Wikipedia nachgeguckt. Das ist eine alternative Wohnsiedlung, die seit 1971 besteht. Und es wird als alternativer Freistaat hier in Kopenhagen auch richtig anerkannt. Ich glaube, hier kann man sogar Gras kaufen. Ja, hier wird ordentlich Müll getrennt. Oh, hier riecht es echt nach Gras. Ich muss echt mal was essen, so langsam. Ja, in der Tat kann man hier kaufen. Da durfte man aber nicht filmen. War ausdrücklich verboten. Aber das ist so ähnlich wie im Görlitzer Park, nur dass es hier legal ist, oder? Ist es legal? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls geduldet. Das sieht ja auch nett aus. Hat ein bisschen was von dem Freizeitpark. Ich würde ja gerne was essen, aber ich habe kein Bargeld dabei, also keine Kronen. Und ich glaube nicht, dass man hier elektronisch bezahlen kann. Scheiße, wo kommt jetzt der Wind plötzlich her? Wo kommt, muss ich lang? Oh, Mist, ey. Ich muss jetzt mal mich kurz unterstellen, es regnet total. Wobei, da hinten klatscht schon wieder auf. Aber ich bin nicht der Einzige. Da ist doch eine Reisegruppe und dann auch ich noch ein bisschen so lange. Aber ich verstehe von nichts. So, der Regen hat nachgelassen und ich fahre jetzt wieder auf die coole Fahrradbrücke zu. Fahren wir doch noch mal rüber, weil es Spaß gemacht hat. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwo ein Restaurant gefunden oder irgendwas, wo man schön draußen sitzen kann. Jetzt habe ich beschlossen, mein Fahrrad hier anzuschließen und in den Supermarkt zu gehen. Nur hier ist wirklich alles belegt. Und da könnte noch ein freies Plätzchen sein. Vielleicht sowas? Ganz schön leer die Straßen hier, ne, wenn die alle Fahrrad fahren. Ja, ich habe mir zwar im Supermarkt eine Kleinigkeit besorgt. Das war jetzt das Einfachste. Ja, hier in der Baustelle, da wird der Radverkehr sogar von Hand umgeleitet. Ja, es ist nicht nur alles Gold, was glänzt hier. Also es gibt auch Straßen, da gibt es keine Radwege, ist natürlich klar. Thank you.
So, ich habe mir mal den nächstgelegenen Park gesucht und hoffe, dass ich hier auf einer Parkbank ein bisschen Ruhe finde. Ist mir eigentlich lieber, als mich da irgendwo hinzusetzen und auf Fahrrad aufpassen und gucken, bezahlen, Tasche hier und zum Glück keine Maske mehr. Ja, ich habe mir hier so ein fertiges Sandwich gekauft. Wieder mal, wie interessiert das? Käse, extra Käse, kommt noch oben drauf. Und für den Zuckerspiegel ein bisschen M&M. Ja. Das Sandwich ist wirklich gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. 30 Kronen durch 7. Ja, ich bin wieder auf dem Rückweg zum Campingplatz, weil es soll regnen. Und Akku ist auch sowieso wieder alle. Und mir reicht es auch erstmal. Oh, jetzt wird es aber ganz schmal hier. Also was ich gerade feststelle, dass ich kaum anhalten muss. Also es scheint auf Fahrradfahrer eingestellt zu sein, hier die Ampelphasen. Aber ich fahre ein bisschen schneller, ich muss jetzt schon zweimal stehen bleiben, aber das passt schon. Ja, ich bin echt am Lobhudeln hier, aber es ist echt ganz anderer Schnack. Als in den anderen Städten, in denen ich letzter Zeit Rad gefahren bin, wie Hamburg, München, Köln oder Berlin. Da haben sie hier noch geile Designerampeln hier. Ja, ich bin wieder zurück und der Platz ist wie leer gefickt hier. Ja, ich hatte nur noch 15% Akku. Ich habe den noch nicht ganz vollgeladen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zu viel fahre. Ich bin bestimmt 32, 33 Kilometer gefahren. Und soll auch gleich wieder schauern. Von dem her warte ich das mal ab. So, ich habe jetzt gerade noch mal meinen C-Fahr-Frontgepäckträger, den Frontrider, noch mal nachjustiert. Da schaut die Dichtung etwas unter der Rohrschelle hervor. Und ich habe halt Angst, dass mir die Rohrschelle nachher die Gabel verkratzt. Hier ist ja so eine Dichtung drunter. Hier, man sieht sie hier. Ich hoffe, dass der Fokus stimmt. Und die habe ich wieder so drunter geschoben. Da wird ja hier angezogen. Mit einem Achterschlüssel. Ansonsten sitzt das bombenfest. Also bei der Bestellung, falls ihr so einen bestellt, auf jeden Fall darauf achten, dass ihr 4 zusätzliche Unterlegscheiben habt, weil nur 4 mitgeliefert werden. Ihr braucht auch für die andere Seite eine. Und zusätzlich habe ich hier noch einen Neopren mit reingelegt. Den hatte ich von der alten Fahrradhalterung, meine ich. Ja, falls ihr den zum ersten Mal montiert, ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass der Zugang zur Narbe hier frei liegt, genau unterhalb dieser Krümmung. Ja, ich habe den Fehler natürlich gemacht und bei meiner ersten Panne musste ich dann den Gepäckträger erstmal wieder lösen und neu ausrichten vor allen Dingen. Zu der Panne war das schon ein bisschen nervig. Ja. Ausgerechnet bei folgender wichtigen Aktion versagt aus unerklärlichen Gründen das Mikro. Jedenfalls hatte ich beschlossen, meine Bremsbeläge zu wechseln. Ich musste ja die vergangenen Tage wegen des starken Rückenwindes ständig bremsen. Na jedenfalls, der Wechsel der Bremsbeläge war in 5 Minuten erledigt. Da reichte mir mein Zeltnachbar, der mit seinem 11-jährigen Sohn mit dem Rad auf der Durchreise nach Oslo war, einen 15er Mausschlüssel und meinte, hey, ich soll mal nach den Pedalen schauen. Ich hatte ihm von dem nervigen Klacken erzählt und er meinte, es könnte alle möglichen Ursachen haben. Also habe ich die Pedale abgeschraubt, die Gewinde halbwegs sauber gemacht und wieder angeschraubt. Hierbei ist übrigens wichtig, rechtes Pedal hat Rechtsgewinde und das linke Pedal hat ein Linksgewinde. Das steht aber auch meist auf den Pedalen. Anschließend habe ich auf dem Campingplatz eine kleine Runde gedreht und siehe da, das Klacken war weg. Ich war echt aus dem Häuschen. Ja, manchmal kann es doch so einfach sein. Und die nächsten Tage ist das Klacken dann auch nicht mehr aufgetreten. Morgen werde ich dann ohne Klacken eine größere Runde drehen und noch ganz andere Ecken Kopenhagens entdecken. Ich danke euch fürs Zuschauen und die Glocke hilft, an das nächste Mal zu denken. Bis denn, euer Matthias.